Im November 2016 stellte Wiley Fox das Swift 2 sowie Swift 2 Plus vor. Im Video seht ihr das Swift 2 Plus, also die teurere Variante. Bis auf den RAM, den internen Speicher und die Kamera gleichen sich die Geräte. Beide Smartphones haben einen Snapdragon 430 mit an Bord, welcher mit 1,4 GHz taktet. Der Qualcomm MSM 8937 Prozessor dürfte für die meisten Spiele und tägliche Tasks ausreichen. Einen neuen AnTuTu Benchmark Highscore wird man mit dem Octa-Core Prozessor nicht aufstellen. Nutzer der Plus-Variante können sich auf 3 GB RAM und 32 GB ROM freuen. Das Swift 2, also die günstigere Version, kommt mit etwas weniger RAM und nur 16 GB Speicherplatz daher. Während Wiley Fox beim Swift 2 Plus auf einen 16-Megapixel-Kamerasensor aus dem Hause Samsung setzt, muss sich das Swift 2 mit einer 13-Megapixel-Kamera begnügen, hinter der kein großer Name steht. Bei Nacht wird die Kamera von einem Dual-LED-Blitz unterstützt. Die Hauptkamera nimmt Videos in Full HD bei 30 Frames per Second auf. Na, wem liegt hier auch der Herbstester auf den Zungen? Ganz viele Laternen, die nur auf Kinder warten. Hier ist schon das Feuer vorbereitet worden. Ich gehe auch mit meiner Laterne. Ich denke, man hat's gehört. Mit dem Ton bei Videoaufnahmen bin ich nicht hundertprozentig zufrieden. Telefonieren lässt es sich mit dem Swift 2 oder Swift 2 Plus. Aber auch hier besteht in Sachen Soundqualität noch Luft nach oben. Der Speaker hingegen hat mich überrascht. Selfies werden mit immerhin 8 Megapixeln geschossen. Für ein Einsteigergerät eher ungewöhnlich. In der Preisklasse ebenso ungewöhnlich, Wiley Fox spendiert dem Swift 2 einen Fingerabdruckscanner, der ärgerlicherweise auf der Rückseite sitzt. Persönlich bevorzuge ich jenen eher auf der Vorderseite. Immerhin, komplizierte Passwörter müssen nun nicht jedes Mal neu eingegeben werden, sondern können einfach per Fingerabdruck umgangen werden. Der Fingerprint-Sensor kann auch für drahtloses Bezahlen, beispielsweise via Android Pay, genutzt werden. Die Front des Smartphones wird von einem 5 Zoll HD-Display eingenommen. Auf jenem befindet sich bei Auslieferung bereits eine Displayschutzfolie. Das 1280x720p-Display des Swift 2 bzw. Swift 2 Plus geht in Ordnung. Blickt man von der Seite auf das Gerät, dunkelt es bereits recht früh ab und verfälscht schließlich schwarz zu grau. Das Display kann bis zu 5 Finger gleichzeitig registrieren und reagiert auf meine Eingaben zügig. Der Screen wird durch Gorilla Glass 3 vor Beschädigungen geschützt. Mit an Bord ist Android 6.0 Marshmallow. Allerdings installiert der Hersteller Cyanogen OS 13.1, ein alternatives Android-Betriebssystem, das bei vielen Fans sehr beliebt ist. Cyanogen OS erlaubt Feintuning, wie beispielsweise an der Display-Darstellung. Beim Swift 2 handelt es sich um ein Dual-SIM-Gerät. Ihr habt die Wahl zwischen Micro- und Nano-SIM. Natürlich sind auch Bluetooth 4.1, Wi-Fi und GPS mit an Bord. 5 GHz Wi-Fi vermissen das Swift 2 und auch das Swift 2 Plus. Als nettes Extra stattet Wiley Fox das Gerät auch mit NFC aus. Damit dem Swift 2 nicht so schnell der Saft ausgeht, verbaut der Hersteller einen 2700 mAh-Akku. Geladen wird jener zu meiner Freude via USB-C. Wiley Fox verzichtet somit auf veraltetes Micro-USB. Einen Kopfhöreranschluss gibt es dennoch. Jener befindet sich auf der Oberseite. Leider verzichten beide Geräte auf USB-OTG, sodass ihr keine USB-Sticks anschließen könnt. Das Gesamtpaket kommt auf 155 Gramm. Wie anfangs erwähnt, gleichen sich Swift 2 und Swift 2 Plus in vielen Punkten. Leider gilt das auch fürs Display. Hier hätte ich mir ein Update auf Full HD gewünscht, damit das Modell den Namen Plus wirklich verdient. Ihr habt noch Fragen zum Swift 2 oder Swift 2 Plus? Dann ab damit in die Kommentare. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.